Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.01. Das letzte Mal hat sich unsere Verbindung hier verabschiedet, deswegen konnten wir uns nicht von euch verabschieden. Und weiter geht's. Ich war das auch relativ kurz der Part, aber deswegen gibt es diesmal ein kleines bisschen länger. Naja, das wird sich durch die Story zwangsläufig ergeben. Was haben wir jetzt das letzte Mal gemacht? Ah ja, wir sind hier hochgelaufen. Ja. Und da hat der Typ uns wieder reingesackt, eingesackt. Ja, dann guck mal mit, Jungs. Er springt. Kill Bill läuft. Jetzt ruckelt es bei mir wieder kurz, aber es geht eigentlich. Hier ist sie, die ultra großartige Turbo. Ich konnte es nicht lesen. So mega Kanone. Ups. Mary macht Fragezeichen. Schießpulver. Ich habe das Schießpulver vergessen. Oh, Trottel. Lose. Drücke mal. Mary muss, glaube ich, drücken. Dieses Ding funktioniert nicht ohne Schießpulver. Könnt ihr mir etwas Schießpulver besorgen? Ich bin zu sehr mit meiner nächsten Erfindung beschäftigt. Ah. Ist natürlich blöd. So, bei mir ruckelt jetzt hier aber auch der Server. Das ist voll doof. Hat irgendwas läuft bei dir im Hintergrund? Nein, mir läuft nichts im Hintergrund. Das sind meine Nachbarn, die sich hier schon wieder Fortpflanzungsdokumentationen hochauflösend angucken. Warum wäre ich sofort? Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß auch nicht, wohin. Ja. Ich weiß nicht, wo. Die laden wieder Porn, meinst du? So. Kill B. Ah ja, Schießpulver. Wo? Ja. Ja. Gute Frage. Das ist typisch für Wissenschaftler. Sie denken immer nur an sich selbst. Und nicht an das Schießpulver. Ich schätze, wir können einige der munteren Stadtleute danach befragen. Juhu. Warum sind die munter? Ja, okay, es ist tagsüber, da schläft man nicht, ist klar. Das Haus gehört dem Alchemisten Bon Voyage. Okay, der weiß nichts. Er hat wieder etwas wirklich Merkwürdiges gebaut. Schau zur Hintertür hinaus, Alter. Das ist gerne schon. Tja, das haben wir gesehen, was er gebaut hat. Oh, es ist voll nervig, wenn das hier ruckelt, ey. Naja, es ist. So Mini-Lags sind das, ne? Naja, die sind vor allem ziemlich regelmäßig irgendwie. Das ist total strange. Auf halber Strecke. Das haben wir auch schon. Vor halber Strecke. Das haben wir alles schon. Ja, warte mal, hier, der alte Opa, wie es bestimmt ist. Ha, wusste ich doch. Schießpulver! Die Zwerge haben sicher welches. Sie verwenden es die ganze Zeit, um neue Tunnel zu sprengen. Der Eingang zu ihrer Stadt ist kurz vor der Brücke über der Bergschlucht. Glaube ich zumindest. Ich bin nie selbst da unten gewesen. Blödmann. Bergschlucht. Also, wir wissen, wo die Quest auch weitergeht. Ja, die Quest. Wir questen. Oh, ich hau sie tot und ich habe keinen Ton im Emulator. Das ist toll. Wie, kein Ton? Was machst du denn für Ton, dein Spieler? Jetzt habe ich wieder Ton im Emulator. Das ist ja toll, ich habe auszusehen aus dem Emulator rausgeklickt und hatte deswegen keinen Ton, aber ich konnte mich trotzdem noch mit meinem Joypad bewegen. Ja, das ist cool, ne? Aber es hat nichts gegen die Lex geholfen, voll blöd. Sieh! Hast du noch eine... Ansonsten musst du Wireshark anmachen, dann siehst du, was auf deiner Leitung läuft. Ja... Das ist korrekt. Irgendwas läuft nämlich bestimmt auf der Leitung. Eine kleine Laus läuft da lang, bestimmt. Die ab und zu mal eine Zucker. Ja, genau. Ja, und diese Zucker, die merkst du dann im Video. Aber ist gut, ne? Da springt ja irgendjemand auf meinem LAN-Kabel rum, genau. Genau, eine kleine Laus. Hoch, jetzt wollte ich dich verschlagen, Pilbin. Hast du das mitbekommen? Ja, stimmt. Ja, du hast sowieso nur irgendwie Schattenboxen gemacht oder sowas. Ja, aber die Ausrüstung ist cool, ja? Also das merkt man schon. Ja, vor allem gegen die Pokepuschel, da kriegt man richtig viel Schaden, wenn man das, ja. Guck mal, wie wir die jetzt platt machen hier auf einmal, ne? Das ist gefährlich! Alter, das ist wert irgendwie. Kurz vor der Brücke, welche Brücke meinen die? Na hier, ich weiß schon. Du weißt schon? Weißt du, jetzt können wir vielleicht noch runter in die Stadt Pitzel da hier, oder wie hieß? Nein, ich glaube, hier war irgendwo ein geheimer Geheimgang dann, den man nehmen kann. Okay, dann zeig. Wo dann die Fee wieder sagen muss, oh, guck mal, da ist eine Tür, die kann ich ja aufmachen. Aber du siehst sie nicht, haha, weil du blöd bist, du bist ja nur ein Mensch. Oh, die Pokepuschel, die gehen mir voll aufs Schwein, aber ich finde die so niedlich. Ich würde mir ja mit einem 3D-Drucker ausdrucken, aber ich habe keinen 3D-Drucker. So, irgendwo hier müsste es sein. Lass uns mal kurz was tun. Guck mal kurz was. Ja, ich will mal nochmal gucken, wie das
Nee. Federhaarspange, okay. Ja, ich wollte nur wissen, wie das nochmal hieß. Aber es könnte eigentlich Federhaarband heißen. Ja, das ist ja blöd. Nee, weil das Band ist eigentlich die richtige Umsetzung. Ich hab nochmal geguckt. Ja, also. Ja, aber ein Federhaarband, wie soll denn das aussehen? Ein Federhaarband, ein Haarband ohne Federhaar. Das heißt auch so auf Englisch, das heißt dann. Also auf Englisch heißt es Ring It Ribbon. Ja, aber das. So, Ring It heißt Geflügel, theoretisch. Hm. Und Ribbon heißt Band. Also ein Geflügelband. Ein geflügeltes Band, ja. Sollen wir das übersetzen, ne? Ein Feder ist ja okay, das lasse ich mir noch eingehen. Das ist okay. Flügelhaar. Ein geflügeltes Haar, ne? Mhm. Ja, toll. Ja, da war doch mal darum fliegen können müssen. Nee, das ist ja noch so eine Schleife. Im Grunde ist das aber keine Spange, das ist ein Haarband. Du meinst jetzt, hier kommen wir rein? Quatsch. Hier oben, aber doch, oder? Nee. Ah nee, Quatsch, geh mal runter, lass mal gucken. Vielleicht ja, das sind immer noch die Onkels. Ja, vielleicht sagt immer noch Fragen. Hey, ihr müsst hier weg. Ja, ich geh schon mal weiter. Kibbel kann sich wieder nicht. Naja. Ja. So, wir müssen nämlich da hoch zu der Höhle, wo die. Wo ja, stimmt! Wo und da nämlich kaputt gehauen wurde. Ich weiß wieder, und dann kommt dann so ein Zwerg auf einmal vorbei. Nee, ich glaube, das war das wieder mit der Fee. Die ist doch hier Schlüsselfigur. Okay. Ach ja, stimmt, oder die Fee macht. Die Fee macht. Und reagiert. Und jetzt kriegst du einen. Es geht eine. Wahrscheinlich Instant Death. Ja. Bam, das hat. Das für ein Bonbon hat sich richtig gelohnt, ja. Das für ein Bonbon, das kannst du gleich einsetzen dann, ne, so. Aber du hast noch 19 abgezogen bekommen, weil das ist so eine ultra coole Bandana. Ja, ich hab ja einen Skill hier, ne. Also ich würde, wie gesagt, dieses Federhaarspange oder diese, würde ich, der Federhaarband nennen. Also ich finde das mit der Spange schon okay, aber da müssten wir vielleicht wenigstens die Grafik davon abändern, von der richtigen Spange. Ich glaube, mehr nicht ändern. So, wollen wir mal gucken, ob es hier weitergeht. Aber du hast im Grunde recht, weil Band ist es ja nicht wirklich. Band wäre ja so. Wir haben ja gelernt zu speichern, ne? Ja. Genau. Wichtig. Oh, zur Zwergenhöhle müsste es hier irgendwo sein. Die Zwergenhöhle müsste hier irgendwo sein. Was wirst du tun? Tja, was wirst du tun? Laterne benutzen. Immer Laterne. Ja, ich wusste es. Nun lass mich mal. Achso, oh, Verzeihung. Laterne, haben wir uns darauf geeinigt, dass Laterne weiblich war? Ja. Ich weiß. Okay. Ja. Okay. Die Edelsteine in den Wänden sind reflektierend. Die Zwerge nutzen Licht, um Illusionen zu erzeugen. Dann zeig mal, was du drauf hast. Seht, das sieht nach einem Felsen aus, aber wenn ich den Einfallswinkel ändere, dann kommt es. Wenn ich einfach mal übelst viel Licht mache, dann ruckt das Ding beiseite. Nee, dann ist. Da ist er! Das ist der Eingang, den ihr gesucht habt. Nice. So. Es wird dann ausgespiegelt, der Felsen. Nämlich so wie er normalerweise weggespiegelt. Da wurde weggespiegelt, ja. Nee, eigentlich wurde wieder original gespiegelt. Also, er war ja vorher gespiegelt worden. Ja, richtig. Naja, sie hatten einfach beiseite geschoben, hat die gesagt, das Licht ist schuld. Ja, ist ja eigentlich ist es ja auch total legitim, so als Lichtgeist zu sagen, ja, das Licht ist schuld. Ja, aber der hat doch gar nichts geschoben. Ja, doch, der Stein, der war doch vorher weiter links. Jetzt nein, ist er wieder rechts. Das war ja das Spiegelbild. Im Grunde war der nie dort. Ja, aber vom Spielsehen her sah es aus wie, beiseite geschoben. Na egal. So. Wer ist jetzt hier Zwerg? Ich mach Zwergen. Sehr gut. Boah, Menschen, ihr habt den Trick. Was? Ich schätze, ihr habt den Trick mit dem Eingang durchschaut. Willkommen im Zwergendorf. Tja, wenn wir clever sind und Brain haben. Schießpulver, sicher. Ich glaube, Berti hat welches. Er ist im Laden. Den. Ei, Menschen. Hey ho, hey ho. Hey ho, hey ho. Da. Sitzen gerade am Klo. Oh hi. Jetzt sind wir alle high. Wenn ich mal so einfach mal die Simpsons zitieren darf. Vorsicht, haltet Abstand oder ihr werdet verletzt. Niemals. Aber guck mal, da willst du seine Axt nicht verletzen. Ich wollte jetzt das hier gerne mal eine Stunde stehen bleiben und mal gucken, wie weit er kommt. Ja, das ist eine Idee. Juhu. Juhu.
Einmal habe ich so viele Tunnel gebuddelt, dass ich 3 Tage lang nicht nach raus fand. Als ich dann verloren herumirrte, wanderte ich in eine große Höhle. Und dort drinnen sah ich 2 riesige leuchtende Augen. Mhm. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Schön, wenn man Hosen anhat. Geschissen oder gepinkelt? Egal. Das ist fast in die Hosen gemacht. Juhu. Das stört ja voll am Eingang. Da ist eine Rüstungslade. Ja, lass das mal bei der Halligram, da kann man sich die Rüstung schmieden lassen. Wir Zwerge schmieden Waffen aus dem Metall, das wir in diesen Minen gewinnen. Okay. Ist doch toll, wenn man das niemandem verkaufen kann, weil die Tür ja zu ist. Willkommen! Was haben wir denn hier? Also, wir haben ein Federweste, das ungefähr hinkommt. Ja. Tarnmantel, ja, das kommt auch hin. Und ein Pelzweste. Du kannst davon leider nichts anlegen. Haha. Ich kann da gar nichts anlegen, doch. Ja. Doch. Wieso, das bin ich? Ach. Vielleicht muss ich draufdrücken? Ja, Partner. Stimmt. Ja, Partner, genau. Ah, doch, das geht, doch. Ja, genau, gibst du den mal. Ich mal kaufen. Partner, hm? Ja, ich kauf mal alles. Ja, stimmt, Pelzweste, das passt doch irgendwie zu... Kaufen? Es haut hin, auch von den Grafiken. Ich würde schon sagen, es haut hin. Es kommt hin, sieht gut aus. Und im Englischen hieß die Feather Rest. Das haut ja hin. Und das andere hieß, Achso, du müsstest jetzt einen anderen Charakter nehmen, da hab ich jetzt keinen Bock. Ja. Auf Wiedersehen, ja. Auf Wiedersehen. So, ich werde uns mal wieder ausrüsten. Ja. Inzwischen leckt's bei mir, glaube ich, auch nicht mehr so doll. Ich bin mir zwar unsicher, aber... Tarnmantel. Das haut auch hin zum Dieb, ne? Ja, Mann, jedes Mal passiert mir die Scheiße hier. Das gehört, das haut auch hin zum Dieb, so Tarnmantel. Ja, so ein bisschen. Ich finde, die Übersetzung ist wesentlich besser mit den Items jetzt geworden. Federweste. Wobei mit der Federhaarspange bin ich noch nicht ganz einig, aber na gut. Ich geh mal hier noch unsere alten Sachen verkloppen, die brauchen wir eh nicht mehr. Ja. Wir brauchen too many Too many Items, das war leider bei Minecraft. Ja. Es gibt 8. Oder es gibt jemand. Nix. Du kannst unsere Sachen nicht verkaufen, nur deine. Ist ja voll blöd. Muss jeder seins verkaufen. Das gibt's ja nicht. Leder. Unglaublich, ja. Oh Mann, hier kann man nicht mal dabei laufen, ey. Hab ich's jetzt verkauft? Ja. Das ging so schnell. Mann, das geht ja ab wie die Schmitzkatze da hier. Achso, den haben wir schon angesprochen. Ist ja blöd. Yep. So, was bist denn du, Werner? Den hat man. Ja, ich hab so viele Tunnel gegraben, dass ich voll blöd war. Und dann hat er nur mit den leuchtenden Augen gesehen und hat sich in die Hosen gereiert. Hi, Berti ist vor einer Weile gegangen. Ist aber schön. Er sagte, es gab da etwas Seltsames am Ende des neuen Tunnels. Ach ja. Verlasst ihr die Stadt östlich, findet ihr ihn sicher. Nehmt euch in Acht vor den Monstern. Warum kauft ihr nicht etwas in der Zwischenzeit? Berti bat mich, auf seinen Laden aufzupassen. Der kann durch den Tisch durchlaufen. Der hat sich so draufgeschmissen und ist durchgezogen. Und nach dem Motto, ich habe drauf gewartet, dass ein paar Kloppis kommen, wenn wir was kaufen hier. Meine Güte. Wir haben auch schon genug. Er hat ja richtig viel im Angebot, ja? Ja, kauft man schnell noch ein Lebenspulver. Okay. Also ich muss schon sagen, es ist auf jeden Fall sehr nice. So als wie ihr gewartet hat, so, ne? Hey, bleib hier, mein Freund. Der ist vor uns weggelaufen. Hey Mensch! Ach so. Was ist das? Das ist ein alter Schisser. Schissel, Rüssel, Schissel. Ich dachte, der hat irgendwas Besonderes, weil er weggerannt ist, weißt du? Ja, unsere Waffen und Schilde sind die besten. Kauft, seht selbst, und seht selbst. Waffen hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an, ja. Das hört sich nach kaufen, Mann. Auf jeden Fall, 10 Punkte. Nadelhandschuhe. Kauf alles. Das haut sogar hin. Also, Nadelhandschuhe. Nein, egal, ich kauf's einfach mal. Ja, das ist so der Handschuh von Wolverine quasi. Ja. Nee, eben auch nicht. Der hat nur. Alles. Der hat so eine Noppen drauf gehabt. Das war kein Wolverine-Handschuh. Ja, na Mensch, man muss auch ein paar Abstriche machen bei der Super Nintendo-Grafik. Nein, das gibt richtige Wolverine, das gibt's auch.
Kaufmannsort, ja. Ja, ich bin nicht so, ja, Ego. Ich kaufe auch mal für andere Leute was halt. Genau. Wir haben ja eh gemeinsame Kasse. Aber ich rüste euch wieder aus. Genau, gemeinsame Kasse. Nee, es gibt dann schon die Wolverine-Clown, die kommen noch später. Das, was ich jetzt habe hier, das ist ein Needle Glow. Hm. Und Needle sollen ja Nadeln sein. Wobei, wir nennen das doch anders. Needle Glow, Needle. Na, vielleicht. Diese Noppen sind es normalerweise, weißt du, so Noppenhandschuhe oder sowas. Das klingt aber schon wieder irgendwie ein bisschen Richtung pervers. Ja, ich weiß schon, aber wie heißen die denn? Weißt du, was meinen diese Eisendinger auf dem Handschuh? Ja, okay. Die Biker und die Rocker mal anhaben. Aber wie heißen die Dinger? Ja, ich weiß, verdammt, ich weiß nicht, welche du meinst, aber ich weiß es nicht. Verdammt. Ja, weil. Wir sind in der Zeit. Ach so, ja, wir haben jetzt eingekauft, sind quasi richtig fit und würden sagen, im nächsten Part schauen wir mal, ob wir Berti finden, ja. Genau, ob wir Berti finden und dann den Leuten, den Monstern ordentlich Saures geben. Ja, sonst. Und die uns natürlich Süßes dafür geben. Ja, bitteschön, so möchte das auch sein. Also, dann auf Wiedersehen. Ja, macht's gut. Ja. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal und tschaußen. Ciao.